Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Mecklenburg-Vorpommern. Ratschau, okay. Also, jetzt gibt es mal ein kurzes Update von Mecklenburg-Vorpommern, weil ich war jetzt, glaube, 3 oder 4 Mal war ich jetzt im Spiel mit dabei, aus privater Grund. Und da möchte ich euch jetzt ein kurzes Update geben. Da soll es jetzt ein kurzes Update geben, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ja, wie ihr seht, Wintereinbruch in Mecklenburg-Vorpommern hat jetzt geschneit. Wir haben jetzt den ersten Wintertag, also erster früher Winter. Wir haben jetzt so die Rübe rausgeholt aus dem Platz 18, war das, der direkt neben dem Hof, neben dem Haupthof. Und da haben wir Rübe mit, die auf dem Feld angelegt. Und die möchten wir jetzt dann über die Winterzeit abbauen oder ja, wegfahren, wenn die Preise gut sind bei der Rübe. Aber da müssen wir erst schauen, wenn die Preise gut sind. Ihr wisst auch noch nicht aktuell, wie wir es machen. Nehmen wir die Europa Rübemaus oder machen wir es mit dem Radlader? Also aktuell fahren wir der Roge weg, den wir auf dem Platz 3 gehabt haben. Da haben wir ja ganze Halle voll gehabt, das zeige ich euch noch einmal. Das lila Backwerk hat jetzt gerade den besten Preis. Und da müssen wir jetzt drauf achten. Getreide AG überholt wahrscheinlich im Preis bald lila Backwerk, sodass wir dann die Frucht zu der Getreide AG bringen. Also wir haben die halbe Halle jetzt fast leer. Holen das mal Radlader, befüllen wir den Hänger und fahren dann weg zum lila Backwerk. Das war jetzt meine letzte Fuhre. Wir fahren dann mal noch kurz zu der BGA und befüllen die noch kurz. Dann zeige ich euch mal noch mit dem ganzen Ballenlager. Es hat auch ein Map-Update gegeben. Das zeige ich euch kurz noch, bevor es dunkel wird. Und zwar haben wir jetzt schönere Fruchttextur gekriegt. Grastextur ist jetzt auch viel schöner. Da sind jetzt gelbe Blumen drin. Bei uns würde man sagen, jetzt sind glaube ich Sumpfdotterblumen müsste das sein. Aber ich weiß nicht genau, ich glaube, dass es Sumpfdotterblumen sind. Ja, da hat jetzt den, die ganze Fruchtart eine viel schönere Textur. Und unseren Haupthof ist auch ein bisschen vergrößert worden, dass wir mehr Platz haben für Maschinen. Wir haben das auch angefangen noch mit Probe, aber dann hat der Frost eingesetzt, sodass man abbrechen musste. Also Platz 21, muss ich euch grad, das zeige ich euch gerade. Das ist. Ja, genau der Platz. Da haben wir probiert, da muss man abbrechen, weil dann der Frost eingesetzt hat. Und bei Minusgrade können wir grubern. Wir können nur grubern bei Plusgrade. Die anderen Felder sind aktuell schon grubert. Da können wir noch einmal kurz in der Karte schauen. Ich glaube, da ist auch schon was angesät. Ein kleiner Teil. Jetzt mal schauen, wie man es macht. Also aktuell wenn wir so machen, dass man die kommende Saison auf 9 Tage spielt. Wenn bald schon die erste Kühe kommt, wären wir mit 6 Tagen nicht mehr über die Runde kommen. Wir werden es jetzt auch so machen, dass wir nur 5-6 Felder in unserem eigenen Besitz haben und dann immer wieder welche Felder zupachtet. Weil mit 7 Leuten ist das eigentlich unmöglich, die Karte zu bewirtschaften, und wir möchten eigentlich so real wie möglich spielen. Also ich da mit 20 Meter grober oder 25 Meter grober oder Borgold, der 36 Meter grober oder wie viel das der hat, das ist unser Ding. Wir wollen realistisch spielen und wir sind bei grober von 6 Meter. Weil der Toni, der kommt ja von MacPom und der sagt also die meisten Betriebe 6 bis 9 Meter, aber wir
wollen auf 6 Meter spielen. Und ja, das macht es einfach realistischer. Wir sind die Freunde davon mit übertriebenen Maschinenspielen. Bei uns soll es realistisch bleiben. Die Frucht, warum wir die in die Halle fahren, das Hofsilo gehört uns nicht. Wir haben jetzt auch noch gar kein Geld dafür. Wir haben jetzt zwar schon 3.035.000 Euro und ein paar zerquetschte auf dem Konto, aber dafür möchten wir uns wahrscheinlich Elexion 6800 heißt er, glaube ich, und ein Jaguar Omitera-Traglauf verkaufen. Ja, das ist so unser Ziel, was wir jetzt als nächste Anschaffung. Und dann sollen schon bald die erste Kühe kommen. Wir haben ja auf dem Ding haben wir jetzt ja genug Silage auf dem Haupthof. Wir haben ja jetzt alle Sorten, dass wir einstreuen können oder dass wir füttern können. Weil wir haben ja Mais Plus und Mais Forex Extension haben wir ja auch drauf. Und da müssen wir ja anders füttern wie im normalen Landwirtschaftssimulator. Und deshalb haben wir auch auf dem Kuhhof 5 Fahrsilos, dass wir jede Sorte in ein Fahrsilo fahren können, weil wir können es zusammen in ein Fahrsilo kippen. Also wir müssen das getrennt halten bei Mais Plus. Okay, dann zeige ich euch das mal noch kurz. Also wir haben der Roge in die Halle reingefahren. Genau. Ja, und da haben wir eigentlich jetzt schon ganz schön was draußen. Es ist jetzt nicht mehr so viel. Die Halle war bis, also die war noch höher wie hier, bis und fast bis, also die Frucht war bis fast zu deinem Metallträger in der Halle und das aber komplett vor bis zum Eingang. Also ungefähr bis hierher war Frucht bis hoch an die Metallträger. Dahinter ist es ein bisschen kleiner, der Haufe, weil wir es da jetzt so sauber aufeinander geschoben haben. Aber ab hier war es bis hoch an Metallträger. Also wir konnten nicht mehr laufen, auch nicht gebückt, weil wir unseren Kopf angeschlagen haben am Metallträger. So hoch war da die Frucht in der Halle gelegen. Einfach mal, dass ihr mal einen Überblick habt, was da Frucht drin gelagert hat. Und die Frucht war ungefähr bis hierher. Okay. Ja. Die Halle kommt dann auch weg, da soll auch was Schöneres hin. Ja, sie ist nicht schlecht, die Halle, aber da will man was anderes bauen. Okay, dann schauen wir mal noch kurz darüber zum Ballenlager. Da kommen wir gerade näher uns durch. Ihr wart jetzt gestern, ich habe gestern die ganze Zubringfässer habe ich jetzt da unter die Halle gestellt. Die steht da unter der Halle. Die braucht jetzt im Winter im Freien stehen. Der Toni hat gestern auf dem Haupthof Schnee geschoben und da habe ich ihm ein bisschen Platz gemacht, dass er besser Schnee schieben kann. Okay, also das sind unsere Ballenlager. Beide Ballenlager gut gefüllt, also 420 Stück je Ballenlager und da genauso. Also Strohballenlager, das sind die ganzen Strohballe von Feld 3. Oder war noch anderes dabei? Nee, ich glaube nur Feld 3. Also müssen die ganze Ball nur von Feld 3 sein. Ja, ich denke mal, dass wir da gut über drunter kommen. Silage haben wir ja auch genug. Da drüben haben wir ja das Fahrsilo haben wir voll. Ja, was heißt voll? Da ist nicht viel drin. Ah, was heißt viel? Nicht viel drin. Doch, ist auch ordentlich. Und die anderen Silos, da weiß ich jetzt gar nicht, da ist glaube ich nichts drin. Nee, das ist leer, das ist leer. Da ist was drin und da ist auch was drin. Okay. Also das sind die drei Silagearten, die wir dann brauchen zum Kühlfüttern. Wir haben ja auch schon eine Futtermischanlage. Wir werden am Anfang erstmal starten mit, ich schätze mal, 100,
150 Kühe. Mit dem werden wir am Anfang starten. Mehr werden wir wahrscheinlich nicht machen. Weil die werden ja, die kriege ich ja mit der Zeit auch immer wieder Kälber. So dass sich der Bestand von selber immer wieder erhöht. Aber wir werden auch immer wieder, wenn wir genug Geld und Silage haben, werden wir immer wieder mal 20, 30 Kühe dazu kaufen. Bis wir die volle Anzahl erreicht haben. Anzahl sage ich euch nicht. Das wäre das denn Sinne, wenn ihr das komplette Projekt mitverfolgt. Ja, aktuell ist jetzt gerade nicht viel zu machen durch den Schnee. Feldarbeit fällt komplett aus und jetzt sind wir halt gerade dran, ein bisschen die Frucht wegfahren, schauen, wie die Preise sind. Schneeräume, da müssen wir mal jetzt kurz schauen nachher, ob es da auch Verträge gibt mit Schneeschieber oder so, aber ich glaube nicht. Weil das wäre cool, wenn es das im Season auch gibt, Verträge, wo man Schnee schieben muss. Okay, dann bringen wir mal den Hänger kurz da rüber. Da fahren wir kurz einmal außen rum. Ah, aber der Schnee, man merkt, der belastet ein bisschen den Rechner. Durch das einfach, ja, der Rechner mehr belastet wird durch die Schneeflocke. Okay, dann stellen wir den da hin. Dann zeige ich euch noch kurz, wo wir den Hof erweitert haben. Also wir haben hier das ganze Stück, haben wir jetzt den Hof erweitert. Und da möchten wir da drüben, also hier möchten wir noch ein oder zwei zusätzliche Hallen bauen. Da drüben wissen wir jetzt nicht, was wir da machen. Da kommen unsere ganze Bodenbearbeitungsgeräte hin. Ja, vielleicht bauen wir da auch noch Halle hinter dran oder so. Das wissen wir jetzt nicht. Ja, da hat jetzt der Toni gestern auch überall noch Schnee geschoben. Ja, gestern hat es ordentlich geschneit. Also, wo der Toni Schnee geschoben hat, hat er gesagt, da kommt ordentlich was zusammen an Schnee. Aktuell ist es auch gerade so, dass bei uns einige Leute Urlaub haben. Von dem her ist es eigentlich gerade gut, wenn wir Winter haben, wo nicht so viel Arbeit ansteht. Aber es wird jetzt wieder aktuell in regelmäßige Videos geben. Also die Straße, wo ich jetzt vorhin runtergefahren bin, zum Lila Backwerk, da hat man schon gesehen, dass sie so langsam wieder mit Schnee zugeht. Ach, die Rübenmythe wollte ich euch noch zeigen. Machen wir nachher, wenn ich zurückfahre. Ja, dann schauen wir mal. Ich habe jetzt die BGA gestern befüllt. Der Thomas, der Robin, die haben Roge weggefahren. Der Glenn hat sie befüllt mit dem Radlader. Ich habe BGA befüllt und der Toni hat Schnee geschoben. Ich bin jetzt gerade aktuell allein auf dem Server. Die anderen sind, der Robin hat mir das vorhin noch geholfen zum Wegfahren. Ich bin jetzt gerade allein und jetzt schaue ich noch kurz nach der BGA. Jetzt zeige ich euch nachher noch die Rübenmiete, wo wir hier angelegt haben. Da haben wir auch schon wieder gerobert auf dem Platz 18 ist es, glaube ich. Müssen wir nachher schauen. Da können wir gerade mal schauen, was schon Gärreste rübergekommen sind. Gut, der Behälter oder halt der gärreste Bunker fast ja 2 Millionen Liter. Da sind wir eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Ich schätze mal, dass knapp 1.800.000 rum müsste jetzt drin sein. Aber ich glaube auch, dass die BGA so viel fällt, weil wenn wir nachher dann Zeit vorspulen, über Nacht spulen wir ja immer vor bis am Morgen.
Ja, schon am anderen Morgen BGA schaut er leer. Die läuft ja aktuell, wie das habe ich euch schon gesagt, mit 150.000 Liter in 3 Sekunden, sodass sie voll befüllt einen kompletten Tag durchläuft. Okay. Dann schauen wir mal kurz zum Gärrestebunker. Ja, da fällt noch gar nicht viel. Es sind 4-5 Schaufeln, dann ist die BGA wieder voll. Okay, dann schauen wir mal nach der Gärreste. Boah, knapp 800.000 Liter, ja, da kommt ordentlich was rüber. Bei der Gülle wissen wir jetzt nicht, wie wir es machen. Weil bei der Gülle, die bringt zwar gut Geld, aber da kommt weniger Gärreste rüber wie Gülle. Also das Verhältnis ist nicht 1:1. Boah, der hat ein Arbeitslicht, der Radlader, das ist der Hammer, echt. So Arbeitslicht sollte die Schlepper auch haben. Nein, es ist nicht ist schlechtes Arbeitslicht, aber das vom Radlader, das ist schon Wahnsinn. Ja, seit die BGA läuft, ihr seht, da ist ganz schön was schon an Silage rausgegangen. Das Silo geht, ja, das geht schon ein Stück weit hintere. Dann ist nur das da drüben. Und das da ist ja auch fast viertel voll. Oder sogar ein bisschen mehr, knapp halb voll. Aber das sind jetzt mal wenigstens Silos, die uns keine Probleme machen, dass Silage rausgeht. Also da haben wir eine super Wahl gehabt und ich denke mal, dass die auch bleiben, weil die haben da ordentliches Volumen. Da geht hier fast in jedes Silo. Ab 6. Knapp 7 Millionen Liter oder 8 Millionen Liter rein. Und da sind wir eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Ja, der Radlader ist ein bisschen kippelig, wenn man fährt. Muss man auch immer ein bisschen aufpassen beim Befüllen. Wenn sie nämlich 150.000 Liter drin hat, dann kippt sie alles unter raus. Da kann man nämlich mit der Gabel und mit der Schaufel, die ich jetzt dran habe, kann man zwar schön drunter fahren, aber ja, das muss jetzt sein. Ich finde, es fliegt auch dann dahinter und die Hintergrill ist nicht weg. Ja, jetzt schneidet es schon wieder stärker. Vorhin hat es aber ein bisschen nachgelassen und jetzt schneidet es schon wieder stärker. So, die BGA haben wir jetzt befüllt und jetzt zeige ich euch nur kurz die Rübenmiete und dann ist der heutige Tag auch beendet. Ja, ihr seht, es ist schon fast dunkel. Ich habe jetzt da fast den Behälter voll gemacht mit 148.000. Da müsst eigentlich dann, wenn man dann Zeit vorspulen, müsst ihr eigentlich dann reichen bis morgen früh. Dass wir dann morgen früh gleich wieder aufladen oder halt befüllen müssen. Mal schauen, vielleicht mache ich das wieder. Okay, dann fahren wir mal kurz zurück. Dann zeige ich euch nur kurz die Rübenmiete. Ja, da ist auch ordentlich was rübergekommen an Rübe. Obwohl sieht man so ein großer Platz war. Aber da ist trotzdem was rübergekommen.
wir hoffen jetzt nur, dass die Rübe im Schnee weniger werden, aber normalerweise nicht. Normal gibt es ja auch die Silos zum Abdecken, aber ja, müssen wir schauen, das werden wir dann schon sehen, wenn sie weniger werden. Ansonsten müssen wir es halt so machen, dass wir die nur in der Halle fahren, wenn die Preise schlecht sind, und von dort aus dann weiterverkaufen. Weil jetzt über den Winter haben wir ja genug Zeit. Zeit vorspulen wollen wir heute. Wir wollen jetzt einfach Zeit so verbringen. Ich denke mal, dass wir auch schon bald die erste Kühe kaufen. Mal schauen, was an Geld rüberkommt. Und dann können wir es ja entscheiden. So Entscheidungen sollen immer komplett im Team entschieden werden. Also nicht nur ein Einzelner, sondern das entscheiden wir immer gemeinsam. Der Verkehr haben wir auch wieder rausgenommen, der hat nur Probleme gemacht. Der war jetzt nicht so toll. Und ja, der hat öfters mal Crash gegeben. Vor allem, wenn dann Autos einfach mit auf der Straße irgendwo auf die Straße floppen und du fährst da, knallst du voll gegen das Auto. Und ja, das ist dann einfach dumm. Das Flugzeug und das Schiff haben wir auch rausgenommen. War zwar eine tolle Sache, aber ja, das sind alles so Sachen, wo ein bisschen der Server belastet. Es sind nicht alle Leute nicht so leistungsstarke Rechner, wo halt die Schiffe und das Flugzeug zu Problemen führen, dass immer wieder mal das Spiel hakelt, oder halt was heißt hakelt, einfach nicht flüssig läuft. Und ja, das haben wir jetzt einfach rausgenommen. Zeige ich euch die Rübenmitte, also das ist die Rübenmitte. Den Platz habe ich jetzt neulich gekubbert. Ich habe jetzt da auch ein Stück stehen lassen, ich weiß nicht, das sieht man jetzt im Schnee gerade. So 2 Meter, dass wenn man die Rübe auflädt, dass man da Platz hat zum Rangieren und zum Beladen und das Ganze. Ja, das sind die Rübe, aber so wie es aussieht, wäre die nicht weniger. Nee, also ich glaube, denen macht der Regen nichts aus, wenn sie so draußen liegen. Das muss man einfach beobachten. Ansonsten müssen wir es entweder gleich verkaufen, dann halt zum schlechteren Preis, wenn der Preis gerade nicht gut ist. Oder wir bringen es nochmal in eine Halle und lagern es dort, bis die Preise gut sind. Okay, ja, ich versorge jetzt meinen Schlepper noch kurz. Dann ist der heutige Tag für mich auch gelaufen. Wie gesagt, es wird jetzt auch wieder regelmäßig Videos geben. Ja. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Abonniert doch gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.